Hallo, willkommen zurück. Daniel Garofoli hier. In diesem Video möchte ich mit dir besprechen, was du deinen Agent fragen solltest, denn der Markt in Dubai boomt ja gerade und auf einmal sind wieder alle Agents zurück und haben das beste Produkt. Deshalb ist diese Fragekette, die ich dir jetzt hier an die Hand gebe, essentiell wichtig, bevor du eine Entscheidung triffst, nicht nur was du kaufst oder in was du investierst, sondern auch mit welcher Person du zusammenarbeitest. Denn das ist ja manchmal oder meistens sogar wichtiger, nicht mindestens genauso wichtig. Deshalb. Ich bin ja auch selbst Investor hier in Dubai, ich habe ja auch selbst ein paar Immobilien und ich arbeite auch selbst als, also praktisch auf deiner Seite, ja, wo ich mit dem Makler, mit der Person gegenüber, wo ich den testen kann und ihnen ein paar Fragen stellen kann, um zu wissen, wie tickt diese Person. Für mich ist immer ganz, ganz wichtig, Frage Nummer 1, hast du selbst investiert? Ja, hast du selbst eine Wohnung in den Immobilien, die du verkaufst? Ich zum Beispiel, meine ganzen Investment Projects, die ich anbiete, habe ich alle selbst mindestens eine, manchmal sogar zwei Wohnungen selbst gekauft. Ja? Natürlich, wenn man am Anfang steht und man natürlich nicht das nötige Kapital hat ganz am Anfang, das ist natürlich auch selbstverständlich, konnte ich am Anfang auch nicht, dann stell ihm die Frage, würdest du dieses Projekt deinen Eltern anbieten, deiner Mutter anbieten, ja, deinem engsten Freund anbieten? Wenn die Frage ja ist und es ehrlich ist und er auch das gut begründen kann, ja, und es deiner Meinung nach gut rüberkommt, dann kannst du das für voll nehmen. Aber schau ihm in die Augen, während du ihm diese Frage fragst. A, kaufst du selbst? B, you can bring it. Thank you very much. Thank you very much. New supply of coffee. Und die Crema hier ist wirklich gut. Schau das mal an. So, also B, würdest du das deinen Eltern oder deiner Mutter empfehlen oder deinem besten Freund hier zu investieren? Ganz, ganz wichtig. Wenn er nicht in dieses Projekt investiert hat, hat er selbst in Immobilien investiert? Wenn ja, wo und warum hat er da investiert und nicht dort? Und was spricht für diese Immobilie und gegen diese Immobilie, die er dir gerade zeigt? Ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Damit bringt ihr den Agent auf ganz dünnes Eis. Holt ihn aus der Reserve, ihr holt ihn aus diesem Alltags-Sales-Film raus, den er sowieso jeden Tag runterspielt, ja. Und wenn ihr dann dieses Pattern bricht, als Investor, als Interessent, als Käufer, break the pattern, das er in seinem Kopf hat. Und dann holt ihn aus der Reserve und damit kannst du ihm wirklich auch ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ich meine, es ist ja auch nicht mal böse, ne? Ich glaube ja auch, dass es ganz, ganz viele mehr helle als dunkle Schafe gibt in Dubai, ganz, that's for sure. Aber ich möchte auch, dass du dir auch selbst eine Entscheidung bilden kannst oder eine Meinung bilden kannst über die Person auf der anderen Seite, mit der du da gerade redest. Ne? So, dann frag ihn noch folgende Frage, bitte. Ganz, ganz wichtig, wie lange ist er selbst in Dubai? Ja, ganz viele Menschen springen gerade auf dieses Trittbrett Dubai auf, weil wir natürlich offen sind, weil wir keinen Lockdown haben, weil der Immobilienmarkt jetzt hier nach 4-5 Jahren Seitwärtsbewegung nach unten anfängt wieder zu boomen. Ja, ganz viele Newbies kommen jetzt nach Dubai, erzählen dir die Welt, frag ihn, wie lange er hier ist, wie viel Millionen an Sales hat er selbst schon abgewickelt, wie viel zig hundert Sales hat er selbst schon abgewickelt. Ich allein habe in JVC Stand heute über 250 Wohnungen verkauft, ja, nur in JVC und habe deshalb auch eine Strategie, die ich selbst verfolge als Investor und damit meine Investoren mitziehe. Deshalb frage ihn auch, Frage Nummer 4, ganz wichtig, was ist deine Investmentstrategie für mich als Investor? Wieso sollte ich zu dir hören? Welche Strategie verfolgst du? Verfolgst du die Strategie, dass ich einfach nur investiere, du deine paar tausend Euro Provision bekommst und danach bist du weg? Ja, oder verfolgst du eine langfristige Strategie mit mir als Investor? Denn ich natürlich als Investor bin immer ein Türöffner für 5-6 andere Türen hinter mir. Also wenn die Person das sieht, und again, wir müssen ein Pattern brechen. Wenn wir das Pattern brechen bei der Person gegenüber, dann siehst du die wirkliche Person. Ja, dann siehst du, was er gerade anbietet und warum er es gerade anbietet. Und ob das nur aus Geld macht, ja, oder weil du ihm egal, oder ob du ihm wirklich wichtig bist und ob er langfristig mit dir arbeiten möchte. So, einer meiner wichtigsten Tools, ja, also ich, wie gesagt, ich bin selbst Investor, ich liebe Verhandeln und ich liebe das Verkaufsgespräch und ich liebe Verkaufen und ich liebe den Prozess und ich liebe Immobilien und ich liebe Dubai. Ich glaube, es kommt mehr rüber, als man überhaupt denkt. Ja, wenn man mich live erlebt, erlebt man das wirklich hundertprozentig. Aber mein Lieblingstool, weil eine Verhandlung ist ein Tanz.
was ich dir auch noch an die Hand geben möchte, ja, wenn diese Person, mit der du gerade dealst, hoppala, ja, wenn dieser Funnel wird immer enger, ja, und dann hat er die letzte Aufgabe zu bestehen, zumindest bei mir, und das kannst du gerne übernehmen, das gebe ich dir mit an die Hand, sag ihm ab, das hat eine Power, ja, und danach wirst du sehen, wie er sich danach mit dir verhält. Ist er sauer? Chased er dich? Ja? Sagt er, oh nein, nein, nein? Oder bleibt er höflich, sagt, ich respektiere deine Entscheidung. Wenn du das nochmal anders überlegst, ruf mich gerne nochmal zurück. Diese Bits and Pieces sind super, super, super interessant, wie man sieht, wie sich das Gegenüber auf der anderen Seite verhält. Ja? Denn, wie gesagt, Dubai ist am Boom, Dubai ist am Wachsen. Ganz viele Menschen, vor allem aus dem deutschsprachigen Raum, kommen jetzt gerade nach Dubai, sind hier frisch praktisch aus dem Emirates-Flieger oder Lufthansa-Flieger hier angekommen, sagen, hey, Immo funktioniert immer, Menschen müssen immer wohnen. Und da ist ganz, ganz wichtig, was für einen Überblick haben wir über den Markt. Wie sehr kennen Sie den Markt? Wie viele Millionen von Deals haben Sie schon gedreht? Wie viele Jahre sind Sie schon hier? Ich bin selbst seit 8 Jahren in Dubai, komme seit 14 Jahren hierher, beobachte diese ganze Region und sehe mehr und mehr und mehr am Wachsen. Hat mir dadurch eben ich habe diesen Markt studiert, bevor ich an dich, lieber Investor, herangetreten bin. Und das ist der Punkt, wenn natürlich passe ich auch nicht zu jedem und nicht jeder passt zu mir. Deshalb, wenn du aber als deutschsprachiger Investor interessiert bist, an diesem Markt teilzunehmen, ja, und wir jetzt nicht zusammenkommen oder dich mein Produkt nicht interessiert oder nicht spannend genug für dich ist, dann sind das diese Fragen, die du unbedingt deinem Agent fragen solltest oder dem Makler, mit dem du gerade dealst. Denn diese werden wirklich die Spreu vom Weizen für dich trennen, weil ich weiß ja auch, wie wir Europäer ticken. Ich weiß ja auch, dass wir nicht Short-Term machen. Ich weiß, dass wir langfristig denken. Ich weiß, dass wir nachhaltig denken wollen. Wir wissen auch, dass wir unsere Kohle nicht verlieren wollen. Das will keiner auf der ganzen Welt. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass du da nicht nur blindes Vertrauen in die Person gegenüber reingibst, sondern da auch der ein bisschen auf den Markt drauf findet. Für mich ist es super, super wichtig, solche Messages immer rauszuhauen, denn wir wissen, was wir anzubieten haben, wir wissen, was wir können, wir wissen auch, was wir nicht können, ja, wir wissen, in welchen Parametern ich und mein Team performen können, ja, und das ist das Wissen, das ich dir trotzdem mit an die Hand geben möchte, selbst wenn es nicht klappen sollte, und ich hoffe, dieses Video war für dich hilfreich. Ich hoffe, du fühlst dich auf dem Kanal wohl. Wenn ja und dich das Thema Dubai Immobilien interessiert, wir haben einen Immobilieninvestmentkurs gebaut. Das sind, ich glaube, 80 Videos, ich glaube, 20, 25 Stunden Content. Alle Regeln, alle Gesetze, alle Handhabungen hier in Dubai, alle Verträge, Interviews mit Experten haben wir da exklusiv aufbereitet für dich. Kostet nur 199 Euro im Discount. Ja, haben wir unten verlinkt für dich. Und dann kannst du dich erstmal mit dem Immobilienmarkt anfreunden, bevor du vielleicht auch mit mir oder mit einem anderen Makler in Kontakt trittst. Ja, und da jetzt noch nicht direkt sagst, okay, ich will jetzt mal einen Schuss aufs Tor wagen, sondern ich erstmal mit dem Markt beschäftigen, kannst du das da auf dieser Plattform deutschsprachig machen. Des Weiteren haben wir regelmäßig Webinare, meistens jeden zweiten Sonntag. Auch da haben wir den Link dir unten ran gemacht, je nachdem, was für ein Thema wir gerade bearbeiten wollen. Natürlich, im Grunde geht es immer um Dubai Immobilien Investment. Wir haben natürlich auch exklusive Projekte. Unser aktuelles ist leider komplett ausverkauft. Aber wir werden so immer ein, zwei Projekte exklusiv pro Jahr haben. Und das behandeln wir in den Webinaren. Ansonsten, wenn du sagst, Daniel, ich bin ready zu investieren. Wir arbeiten mit Produkten, die so ein bisschen unterm Radar fliegen. Ja, das heißt, wir arbeiten eher auf Anfrage und über Empfehlungen und über Menschen, die uns finden, über die Social Media Kanäle oder über Empfehlungen. Schick uns gerne Anfrage. Mein Team sitzt in Deutschland. Mein Team ist super dedicated und arbeitet seit 2 Jahren super erfolgreich zusammen. Und die sitzen auch in Deutschland für dich als Ansprechpartner vor Ort. Dann schick uns gerne eine E-Mail und mein Team wird sich dann bei dir melden mit deinen Kontaktdaten. Und in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn das der Fall ist, dann würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben gibst, vielleicht auch kommentierst. Vielleicht hast du auch was dagegen zu sagen oder möchtest es unterstützen oder irgendwie deine Meinung loswerden. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn du das aktivierst, die Glocke aktivierst und uns natürlich folgst und den Kanal abonnierst. Und in diesem Sinne, mein Name ist Daniel Gaufferli. Vielen Dank fürs Zuschauen.
ganz, ganz liebe Grüße und bis ganz bald. Peace out.